Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Resurrection. So, ich habe mir schon mal ein paar Informationen gezogen, wofür denn diese Maschinen jetzt alles hier gut sind. Das heißt, ich habe schon mal ein paar Informationen sammeln können und dürfen. Aber so viel erstmal. Ja, erstmal machen wir erstmal was anderes, weil da habe ich jetzt irgendwie noch nicht so die Lust drauf und ach ja, alles doof irgendwie und ah. Nein, wir brauchen, auf jeden Fall brauchen wir mehr Kupfer. Ja, wir brauchen, eigentlich brauchen wir wirklich mehr Kupfer. Was anderes brauchen wir auch gar nicht. Mit dem Glas hat er ja nicht funktioniert so richtig irgendwie. So, Rubin hätten wir hier noch ein bisschen was, warte mal, geben wir mal hier noch was rein. Können natürlich auch sagen, okay, gut, wir holen uns erstmal sowieso noch mal ein bisschen Kohle. Das wäre nämlich vielleicht gar nicht so schlecht. Dass wir das halt wirklich über die Umwege halt erstmal machen. Zack, hier erstmal das Fleisch noch mal rein. Was haben wir dann noch? Ja, die Rubin-Pickaxe hätten wir hier noch. Okay, gut, dann können wir die erstmal vielleicht noch verzaubern. Machen wir mal 7 Haltbarkeit. Oh, das ist gut. So, dann holen wir uns erstmal ein bisschen Holz. Wir hatten ja hier unten, hier der eine Baum, der steht immer noch. Warum steht der eine Baum immer noch? Ja, ich hatte hier Obsidian, habe ich noch im Inventar. Ne, das brauche ich aber nicht. So, ich könnte mir eigentlich vielleicht wirklich mal auch nochmal eine Baumfarm irgendwie bauen. Und mal gucken. So, und ich sollte auf jeden Fall mal meinen Skype ausmachen, sehe ich gerade. Merke ich gerade. Zack. So, gucken wir mal. Einfach noch mal ein bisschen Holz sammeln, damit wir die Kohleproduktion beibehalten können. Oh, hier ein Baum im Wasser. Okay, auch nicht schlecht. Oh, hier Bienchen. Bienchen. Eine Queen Bee. Eine, ja, wisst ihr schon, ne? Fehlt jetzt ein Block, ne? Oh, lol. Auch noch irgendwo was drin. Hier hinten versteckt sich noch einer. Kommt aber auch gerade noch nicht hin. Die Bäume ja endlich mal abgebaut werden. Ja, okay. Diese zwei schönen Bäumchen weg damit erstmal. So, da ist unser Häuschen wieder. Die 22 Stück, die reichen uns auch erstmal, dass wir zumindest wieder ein bisschen Kohle haben. Dann werden wir dann gleich auf jeden Fall erstmal wiederkommen. Und ja, ihr hört es richtig, wir müssen auf jeden Fall nochmal losgehen. Und nochmal ein bisschen farmen. Zieht alles nix. So, Green Bee, zack. Beine mit. Ja gut, die Eichensetzlinge machen wir mal hier oben rein. Okay, und dann gehen wir nochmal los. Wobei, ich könnte noch ein paar Fackeln, könnte ich noch mir basteln schnell. Ah, hier hätte ich Gummibaumholz. Ja, hier hätte ich noch ein paar Stickies, okay. Zack. Okay, gut, dann gehen wir einfach nochmal durch das Portal durch. Ups. Gucken wir mal. Wir hatten ja sowieso was markiert gehabt, ne? In erster Linie erstmal. Das heißt, ich muss mal gucken. Da war, hatte ich mir ja ganz groß markiert. Tin. So, muss mal schauen. Gehen wir einfach mal dorthin, nochmal zurück. Da war, glaube ich, auch irgendwo eine Kiste unten drin gewesen. Das hat man ja noch so ein bisschen buggy-mäßig gesehen gehabt. Beziehungsweise halt beim Laden gesehen gehabt. Das heißt, da können wir uns einfach mal runtergraben, denke ich. So, zack. Zack. So, nehmen wir mal das. Oh je, Mädchen, das Fleisch, das geht aber auch weg wie nichts, ne? Kann man mit den Wurzeln irgendwas machen? Irgendwie nicht so, oder? Aber hier haben wir auf jeden Fall auch eine kleine Mine. Gucken wir mal. Ob wir hier irgendwas finden. Aber hier unten geht's auf jeden Fall gut runter. Wäre schön, wenn mir angezeigt werden würde, was ich denn hier abbaue. Was ist das? Salzerz. Naja, das brauchen wir, glaube ich, nicht so wirklich. Was ist das andere? Lepolitite-Erz.
Quatsch, ja, gut, das brauche ich irgendwie nicht so wirklich. Aber wir können ja mal hier runtergehen. Vielleicht finden wir ja hier was. Was Schickes. Was Tolles. Und leuchtet es nämlich ein bisschen auch schon. Ja, das ist Lava halt, ne? Nur ein bisschen Lava. Ja, toll. Ah, hier ist irgendwie nicht wirklich irgendwas. Nee. Wir können eigentlich hier wieder rausgehen. Hier sind Wurzeln. Kann man mit den Wurzeln irgendwas vernünftig machen? Nee, da bekommt man irgendwie aber nicht wirklich irgendwas. Doch, ich habe jetzt... Achso, Stickies bekommt man da. Achso, okay. Magnetiterz, ja, okay. Ju, das ist eine Wurzel, ne? Mhm. Na gut, das ist alles, was wir, glaube ich, nicht gebrauchen unbedingt. Dann gehen wir einfach mal weiter, ne? Hier war ja das mit dem Tin, war ja hier die Mine gewesen. Irgendwo da unten war ja dann... Wo war das mit dem Tin? War das, nee, das war hier war das noch nicht, oder? Doch, dort hinten war es. Ja, oder wo war das? Hä? Ah, da unten. Ja, muss ich mal hier. Ah, hier war das doch gewesen, okay. So, und ich glaube hier in dem Berg, wenn man jetzt hier ein bisschen weiter reingeht, war glaube ich dann auch irgendwo das. Was ist das hier eigentlich alles? Kohleerz, okay. Hier irgendwo war auf jeden Fall das mit der Kiste hier gewesen. Aber ich bin mir nur nicht ganz sicher, wo die Kiste jetzt stand. Das ist ein bisschen schade. Zack. Ja gut, ganz viel Kohle hier, ne? Lecker, lecker, lecker. Naja gut, dann werden wir mal schauen, wo wir denn... Ah, das ist ein bisschen schwierig, weil hier haben wir gerade so diese schönen Erze, ne? Ist halt wirklich so eine richtig krasse Mine hier mit Zinn. Aber ich bräuchte halt eigentlich Kupfer halt jetzt, ne? Und der Kupfer brauche ich eigentlich wirklich relativ viel auch. Zack, zack, zack. So, ich würde sagen, wir butteln uns einfach mal just for fun in... So, wo... Warte mal, wir kamen von da, ne? Und hatten hier diese Höhle hier so entdeckt gehabt, ne? Das heißt, wenn wir das jetzt hier einfach so mal machen würden, ne? Das heißt, wir buddeln uns hier einfach mal rein, müssten wir ja vielleicht irgendwie was sehen. Wollen wir mal gucken. Oh, hier haben wir, glaube ich, Gold. War doch Gold, oder? Oh, Gold, ja, cool. Zack, weg damit. So, gucken wir mal, buddeln wir uns mal rein, mal schauen, vielleicht finden wir ja was Schönes. Aber ich glaube nicht, dass sich die Karte großartig ändert hier, das ist ein bisschen schade. Aber eigentlich müssten wir vielleicht nach den Monstergeräuschen ja gehen, am ehesten. Jetzt haben wir hier ganz viele Magnetit-Ohr-Erz. Das brauche ich eigentlich auch alles nicht unbedingt, wir müssten eigentlich hier, müssen wir mal sehen. Ah, hier haben wir Kupfer, oder? Das war doch Kupfer jetzt, ja, oder? Ah, Quatsch, Kupfer, na toll. Ganz viel Gold, juhu. Ja, da wo die Monster eigentlich sind, müsste eigentlich wohl was sein. Entweder oben oder unten, ich weiß es noch nicht. Werden wir sehen. Kann ja mal... Was ich mal machen kann, ist, Musik und Geräusche. Musik ist aus, ja gut, das hatte ich. Frage ist jetzt, ob das oben ist. Würde ja ganz gerne, wie gesagt, halt in diese Höhle würde ich ja ganz gerne rein. Toll. Dann muss das doch weiter unten sein, denke ich.
bin doch schon ganz nah, denke ich. Aha. Ich glaube in diese Richtung. Ja, bin mir nicht ganz sicher, wo die. Ja, der muss doch hier irgendwo sein, der Scheiß. Da unten. Ah, jetzt müssen wir da nur aufpassen. Genau, direkt eine Spinne. Ah. Geronimo! Go! So, gut. So, erstmal hier sichern, zack. Dann haben wir auch noch mal so ein Ding. Okay, so, was ist das hier für ein Erz? Keine Ahnung. Nehmen wir einfach mal mit. Weil hier ging es auch rein, glaube ich, irgendwie. Etwas. Ist auch wieder so nur gequashtes Erz. Oha, meine Fresse, lol. Das sind, glaube ich, Formcraft-Dinger, oder? Ich glaube, das war Formcraft. Diese Goblins. Eieiei. Na, geben nur ein bisschen Weizen, die Dinger. Die haben auf jeden Fall eine schöne Mine wieder. Was ist das hier für ein Erz jetzt eigentlich? Ah, das ist wieder Eisenerz, okay. Oh lol! Mistvieh, ey. Mistvieh. Sag ich dir. Muss ja hier irgendwas sein, dann vom Formcraft. Zack. Gucken wir mal. Auf jeden Fall sind hier ganz viele. Was war das hier? Twilight Forest. Okay, wir können aber auch von Twilight Forest sein, weiß ich jetzt nicht. Jetzt haben wir hier, es ist halt eine komplette Eisenader. Das ist alles Eisen. Im Grunde genommen. Auch wenn es nicht so heißt. Zack. So, das ist weg. Also in diese Richtung wären dann halt mehrere, ne? Müsste dann entweder oben oder unten sein, ne? Gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ich glaube, das ist oben. Wir probieren es einfach mal. Oder doch weiter unten? Ach, ich weiß es echt noch nicht. Muss mal schauen. Aber wir haben ja, wie gesagt, wir haben ja ein bisschen Zeit. Und das ist ja kein Problem. Deswegen können wir mal ein bisschen Ausschau halten. Vielleicht ist ja wirklich was Schönes in der Kiste auch drin. Oh, sag ich ja. Oh je, meine. Oh je, meine. Da sind die Kisten. Ah, hier ist ein Spawner, lol. Das ist halt jetzt. Oh, jetzt habe ich hier echt Probleme, glaube ich. Ah, hier ist wieder der Kobold. Aber ich muss erstmal zu dem Spawner, glaube ich, am besten. Da hinten war ein Spawner auf jeden Fall gewesen. Oh mein Gott. Rotkäppchen. Aber das ist halt mega, mega viel hier gerade. Aber wir haben es geschafft. Okay. Noch, oh mein Gott, wie geht's hier weiter? Lol. Oh, das ist halt eine mega krasse Höhle hier. Puh. Hier noch irgendwo so ein Spawner. Und was haben wir hier noch? Ist ja halt mega viel, ne? Ich habe halt volles Inventar, ne? Das ist halt nicht so günstig.
Ja, Rotkäppchen. Na komm schon, geh weg hier. Lasst mich in Ruhe. Ach ja, wie machen wir das jetzt am günstigsten erstmal? Ich denke, das Beste wäre vielleicht erstmal ein bisschen ausleuchten hier. Hier ist wirklich mega viel an Kisten. Muss man wirklich so... Ach du Scheiße, ey. Hier ist, glaube ich, auch noch so ein Spawner. Lol. Oh mein Gott, wie schnell ist er denn? Lol. Der geht mehr auf die Eier. Ah, das gibt es doch gar nicht, dass hier, wie viele Monster hier spawnen, Mann. Mein Inventar ist voll. Das ist halt die zweite nervige Sache. Oh mein Gott, viele Minispinnen. Lol, 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 lol. Ich muss hier ganz schnell zu dem Spawner. Oh, hier sind mehrere Spawner noch. Lol. Ah, hier ist auch. Eieieiei. Jetzt sind hier viele Spawner. Lol. Okay. Ist hier noch ein Spawner? Hier sind bestimmt noch mehrere Spawner. Die Skelette kommen ja hier auch die ganze Zeit her von irgendwo. Ja, hier hinten sind auch noch Spawner. Ach du Scheiße. Jetzt muss ich erstmal flüchten. Ich flüchte mal eine Weile. Lalalala, ich flüchte erstmal. Ich regeneriere aber links auch gerade noch nicht. Puh, so, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier mal ein bisschen was weggeschmissen bekommen. Hier Bruchstein brauchen wir nicht. Was brauchen wir noch nicht? Das brauchen wir nicht. Crushed Iron Ore. Komm, weg damit, Rippenknochen. Weg damit, Goldnuggets ist okay. Pfeile können wir noch behalten. An sich, Lipolipi. So, dann müssen wir mal hier. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen. Oh, hier ist noch ein Creeper. Okay, weg damit. So, Diamanten. Nehmen wir das mit. Nehmen wir die Schienen mit. Ich weiß nicht, Magnet? Erzmagnet. Aha. Twilight Forest Eisenholzbarren. Okay, so. Was haben wir hier noch? Gehen wir mal auf die andere Seite hier. Da war, glaube ich, auch noch erstmal noch so eine Kiste gewesen. So, zack, Verwandlungspulver, aha. So, die Magneten sind nicht stackbar, das ist ein bisschen doof. Okay. Puh. Lol, jetzt plötzlich hier einfach ein Block Erde, Block Dingens, lol. Was mache ich nur hier? So, hier haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Glowstone-Staub, das könnte man, den könnte man auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Aber meine Taschen sind halt auch schon wieder gut gefüllt, auf jeden Fall. Nehmen wir mal das hier weg. Quatscht Kobbererz, wie hier könnte man gebrauchen. Nehmen wir das hier mit, das nehmen wir mit. Puh, Blumentopf, ja. Na gut, ja, Blumentopf brauchen wir nicht unbedingt. Kaktus können wir dann auf jeden Fall noch. Ja gut, aber Kaktus, das ist jetzt nicht unbedingt irgendwas, was man. Das lassen wir erstmal noch. Hier unten ging es rein, den bringen wir mal. So, oh, hier sind auch schon wieder... Hä, warum sind hier so viele Creeper, Mann? Das ist bestimmt auch wieder so ein scheiß Creeper-Ding jetzt. Das war gut. So, was haben wir hier? Wieder Eisenbahn. Smaragd, Fackeln nehmen wir mit. Karotten, na gut. Komm, die Magnete brauchen wir jetzt nicht unbedingt hier. Nehmen wir lieber hier Smaragd noch mit und... Salzerz nehmen wir hier, die Karotten noch mit, okay. Hier die Kiste hat man, nee, hat man noch nicht entleert. Smaragd-Dingens, Schienen. Ah, nee, was ist denn? Also das sind Leitern, dann meine ich Leitern. Ich dachte, das wären Schienen, okay, lol. Karotten-Dingens, Nagerschuppen. Keine Ahnung, was das bringt hier. Kartoffeln. Ja, Ofenkartoffel ist das halt, ne? Können wir gleich mal aufessen noch. Hey, hier, die Dinger spawnen immer noch. Da ist noch der scheiß Fackel drauf, Mann. Torchberries, das brauchen wir nicht. Dann nehmen wir hier Yellow Limonit. Nehmen wir hier das hier raus. Dann nehmen wir hier die Nagerschuppen. Ich weiß noch nicht, was man dafür bin. Oder was das jetzt alles bringt.
Oh mein Gott, was ist das denn hier? Scheiße! Oh mein Gott! Scheiße, ey. Lol, lol, lol. Was ist das für ein Ding? Oh mein Gott. Das ist immer noch dort. Scheiße, ey. Und hier sind schon wieder Zombies. Lol. Habt ihr das gesehen? Fuck, Mann. Scheiße, ey. Ah, hier sind so ein Kopf. Das brauchen wir aber noch nicht. Scheiße, ey. Ich brauche mein Wasser wieder. Ich will mein Wasser wieder haben. So, vollkommen aus dem Reflex heraus einfach irgendwas gesetzt. Ohne Wasser kann ich mich da ja nicht stellen. Das ist halt mega strong, ey. Krass. Lol. Ja, lacht nur hier. Ich brauche Wasser, Mann. Wo ist Wasser? Vor allem kann man hier einfach so reingehen, ne? Von hier außen kommt man einfach so hier rein, ne? Auch nicht schlecht. Ach ja, ich brauche Wasser, Wasser, Wasser. Das Ding ist bestimmt immer noch dort, ne? Der hat hier eine Pickaxe. Oh, eine Pickaxe hat er fallen lassen. Nehmen wir hier mal das hier raus. Die Pickaxe. Oh, die hat fast nichts mehr. Dann kannst du die behalten. Okay, so, das habe ich jetzt erstmal wieder. Mal schauen hier, das Ding hier. Oh, es hat fast nichts mehr gehabt. Das ist gut. Ja, komm, lass mich in Ruhe. So, jetzt gucken wir hier nochmal in die Kiste hier rein. Gucken wir hier noch einmal, das hat man gehabt. Löwenzahn, gut, das brauchen wir nicht. Und alles ganz kleine Erzmagnete hier, okay. So, ja, dann müssen wir hier nochmal ein bisschen rumschauen. Ja. Oh mein Gott, hier sind wieder diese kleinen Spinnen. Erstmal hier ran. Das war der Twilight Forest Spawner, okay. Oh mein Gott. Ah, scheiße. Oh mein Gott, Zombies ohne Ende. WTF. Scheiße. Ja, dafür sind wir wenigstens gut gelevelt. Ja, das greift mich hier an. Kleine Spinne. So, jetzt bestimmt auch so eine scheiß Spinne. Da ist nur einer. Zack. Was ist das denn für ein Ding? Lol. Oh, du Scheiße, ein Skorpion. Oh, du Scheiße. Fuck. Scheiße, ey. Ich kann die Folge jetzt noch nicht beenden. Ich will hier ganz gerne noch ein bisschen rumfarmen. Aber das ist halt ein mega krasser Komplex hier. Oh nein, eine Witch. Mehrere Witches. Scheiße, die Dinger, die hauen mich weg. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Die Dinger, ich muss weg. Ich muss weg. Scheiße, ja, da muss ich weg. Hey, hier sind auch schon wieder kleine Spinnen. Warum sind hier kleine Spinnen? Das kann doch gar nicht sein. WTF. Nein. Eine Witch. Die Witch. Die Witch. Die Bitch. So, ja. Ja, geschafft. Ha, ich bin deinem scheiß Rang ausgewinnen. Ja, toll. Leck mich am Arsch. Die haut mich runter bis auf eins, ne? Toll. Super genial. Ist das denn bald mal vorbei? Nein, ist es nicht. Oh, genial. Ah, das ist natürlich. Ah, hier ist Marble. Na gut, aber wir haben sowieso gerade noch nichts für Marble übrig. Haben kein nichts. Puh. Also die eine Witch haben wir überlebt. Ich wollte ja ganz gerne nochmal reingehen wollen, ne? Aber ich habe ein bisschen Angst. Muss ich ja so sagen, wie es ist. Ja, hier ist ein Skelett, da brauchen wir ja gar nicht erst anzufangen. Ich frage mich halt, warum... Ah, hier ist... Also hier ist ein Hexenhut, lol. Hexenhut, oh, lol. Wir müssten halt auf die andere Seite, weil da war auf jeden Fall relativ viel Kupfer gewesen. Das war eigentlich unsere Hauptmission gewesen hier. Wollte eigentlich jetzt in erster Linie gar nicht, beziehungsweise in erster Linie wollte ich so... Ach du Scheiße, hier sind wieder ganz viele. Na toll.
So, okay, jetzt gucken wir hier nochmal. Wir brauchen das hier unbedingt eigentlich. Das müsste doch Kupfer sein eigentlich, oder? Bauxiterz. Was kann man da was machen? Ja, auch nur. Warum kommt denn hier ständig wieder diese kleinen Spinnen? Sind trotzdem von dem Spawner. Könnte sein, ne? Was passiert hier eigentlich, wenn man die Spawner abbaut? Gucken wir mal einfach mal, was passiert. Ah ja, die werden trotzdem noch... Ah, okay. Die sind dann immer noch von den Spawnern. Aber die kriegt man gar nicht abgebaut, oder? Sonst ging das eigentlich immer, dass man die abbauen konnte. Vielleicht nur mit dir? Weiß es nicht. Oh mein Gott, so ein scheiß Skorpion. Schleimkäfer ist das. Hier liegt halt so viel Zeug. Oh mein Gott, das ist wieder so ein Feuerdingens. Scheiße. Ich merke schon meine... Uiuiui. Puh. Fuck. Nein. Toll. Toll. Ich komme hier nicht wirklich weiter. Das ist ein großes Problem. Das ist bestimmt noch so eine fucking Kiste, Mann. Oh mein Gott, hier schon wieder 20 Zombies. 20 Zombies schon wieder. Oh, fuck, ey. Pass auf. Ich laufe hier einfach mal einmal durch hier. Oder auch nicht vielleicht. Werden wir mal sehen. Jetzt, hier sind zu viele Spawner. Scheiße, ich muss in die andere Richtung. Lil. Ja, eigentlich können wir es hier... Ja, wir können es eigentlich fast abbrechen. Wir schaffen es hier nicht. Oder schon... Ja, aber es ist halt ärgerlich, weil da bestimmt noch so eine schöne Kiste steht. Oder das ist bestimmt noch so eine richtig gute Kiste. Da sind wir dann so die Verlockung halt, ne? Das ist halt richtig scheiße. Manu! Will jetzt die Kiste haben dort hinten, da ist bestimmt noch eine. Da sind halt einfach... Oh, mein Schwert ist bald kaputt bald, Mann. Ach Mann! Weil wir die fucking Kiste haben dort hinten. Nein, die Witch. Nein, die Witch. Nein, die Witch. Die Witch kriegt mich nicht. Da ist die Witch. Ja, geschafft. Ha! Hab die Witch getötet. Die Witch, die blöde Witch. Das ist der Flammenkäfer wieder hier, ne? Ah, ja. Und wieder so ein Flammenkäfer hier. Lol. Da hinten ist halt viel zu viel, ne? Das spawnt halt immer wieder nach, ne? Scheiß hier. Ist hier noch eine Kiste dort hinten irgendwo? Nee, schaffe ich nicht. Okay, wir brechen das hier auf jeden Fall mal vorzeitig ab. Hier, das war auf jeden Fall mal eine kleine Expedition hier. Ich gehe auf jeden Fall mal hier vorzeitig mal wieder ein bisschen raus. Ich weiß nicht ganz genau, was das jetzt hier vom Twilight Forest her ist. Es gibt ja hier verschiedene Portale oder so, beziehungsweise so verschiedene Questen, ne? Also verschiedene Schwierigkeitsgrade, die man halt erledigen kann. Und das hier ist halt auf jeden Fall so ein Ding halt, ne? Ja, ist auf jeden Fall doch schon ganz schön heftig. Weil man doch schon eine relativ gute Speed hinlegen muss, bevor man irgendwas killen muss. Aber wir haben ja natürlich auch nur das Anfangs-Equipment. Ja, was halt Minecraft eigentlich so im Grunde genommen eigentlich ganz normal so bietet. Und naja, gut. Wie dem auch sei, diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.